Willkommen, ihr Lieben, bei mir, dem Thorsten, mit einer weiteren Folge des Clash of Clans. Und diesmal bin ich wieder live dabei. Oh, ich bin gerade nach oben gekommen und habe gesehen, blink, 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 die Schwerter blinken wieder hier. Und der Titel ist zwar was ganz anderes, aber Clash of Clans nehmen wir natürlich immer ganz gerne auch live mit. Wir gucken mal, wie der Yannick sich hier schlägt mit, was hat er dabei? Ganz, ganz viele Orks, kleines KS hier für sicherlich das Rathaus, hat er jetzt schon bekommen. Queen ist allerdings so ein bisschen abseits jetzt gerade, glaube ich. Die gegnerische Queen ballert da noch rum und er hat jetzt auch nicht wirklich etwas, was die gegnerische Queen jetzt kaputt macht. Da sehe ich noch so ein paar Welpen gerade. Ich gehe mal ein bisschen näher für euch rein. Die machen da die Päckerdame jetzt erstmal gerade platt, okay. Aber der Päcker schafft, oder ja, die Päckerdame hat das auch nicht mehr ganz geschafft. Und der Eisgolem ist allerdings auch noch am Leben. Die sind jetzt auch aber leider schon auf dem Warden drauf. Der ist jetzt schon kaputt. 39%, 50 sollten es werden. Das wäre ganz nett. Denn wir sind hier im Moment sind wir hier, glaube ich, egal. Also wir haben Punktgleichheit und Sternegleichheit. Und wir brauchen noch einen Stern. Jo, boah, hat er gerade so gepackt. Na bitte. Jenek. Aber das sah ganz gut aus. Ich sehe jetzt gerade Troll-Tesla. Hier unten geht noch die Queen. Ist jetzt aber auch kaputt. Und 55 allerdings ballert der Adler auch noch. Also ein paar Prozente holt er hier nicht mehr raus. Holt er nicht mehr raus, aber gerade so die beiden Sterne hier geschafft. Es ist ultra eng hier im Moment. 18-12, wir haben 9 Angriffe, der Gegner erst 6 Angriffe. Aber statistisch gesehen ist es so, dass der Gegner einen Stern hat. Drei Sterne hat, allerdings hat er ihn egalisiert mit einem Einsterner und wir haben bisher ganz stabil hier unsere Zweisterner durchgedrungen, brauchen eigentlich dringend wieder einen Dreisterner hier, denn so ein bisschen haben wir uns schon abgesetzt hier vom Clan Detroit und von Game On noch nicht ganz. Game On ist im Moment ganz kleines Stück vor, die haben aber auch schon 12 Angriffe, da sind wir noch 3 hinter, also es sieht im Moment echt noch immer noch sehr, sehr gut aus hier bei dem Clan, aber ihr habt es ja im Titel gesehen, wie oft werden wir eigentlich noch wach? Ja, das frage ich mich auch, wie oft werden wir noch wach? Und ich denke mal, ich hatte hier eigentlich noch einen Angriff vom Shikwari, der so unheimlich knapp war. Ich muss mal gerade gucken, welcher das war, den wir gestern auf jeden Fall nicht im Stream gesehen haben. Der hier war das, ja, naja. Und ja, den wir gestern Abend im Stream gesehen haben, kleiner Aufruf, also das Mützchen habe ich gestern Abend im Stream getragen, aber kleiner Aufruf an dem, der gewonnen hat. Ich habe, checkt mal bitte eure Briefkästen auf Twitch TV, da habe ich jemanden angeflüstert, der gestern Abend gewonnen hat und er war wohl nicht mehr da, aber er ist trotzdem der Gewinner. Es gibt bei Twitch so eine Flüsterfunktion, da kannst du jemanden halt so eine private Nachricht schicken und er möge mir doch bitte seine postalische Adresse schicken, damit ich den Hoodie auch rausballern kann, damit er den auf jeden Fall noch vor Weihnachten irgendwo hat. Wir werden ja auch noch ein bisschen was vor Weihnachten bekommen, zumindest hier. Also ich mal selber weiß ich nicht, ich weiß nicht, ob ihr es feiert. Bei uns ist die Feierei immer weniger geworden und ich bin jetzt auch nicht mehr so der angehypte Weihnachtsfeiermensch und aufgrund der Geschenke sowieso nicht. Die kaufe ich mir grundsätzlich immer selber. Ich habe mir schon ewig nichts mehr schenken lassen. Ich meine, ich kriege dann immer was geschenkt und sage dann, hey, toll, habe ich mir schon immer gewünscht. Jo. Und dann ist das gewesen. Jetzt geht der Hund ja, oh, das hat Zeit. Das hat Zeit gekostet, hier sehe ich jetzt gerade. Das hat echt Zeit gekostet. Die ganzen Welpen müssen jetzt in jedem Fall noch weg hier, aber der Babydrache macht das erstmal ganz gut. Der ist auch noch immer noch am Leben. Okay, also merke, ein Lavahund mit Welpen passt für einen Babydrachen auch nicht schlecht. Und mit Queen und dem Eisgolem geht es hier jetzt Richtung Rathaus. Rathaus schießt jetzt schon. Was hat er für die Queen dabei? Zwei noch nicht ganz ausgereifte Skillet-Zauber. Also die sind noch nicht maxed. Da muss er noch ran. Vielleicht hätte man die mit in die Clanbook nehmen sollen, denn er hat ja den Wutzauber Max und hätte vielleicht dann zwei Skelettzauber Max in die Clanbook mitnehmen sollen. Hat er vielleicht nicht dran gedacht an der Stelle, wenn man was noch nicht ganz auf vollen Level hat, dass man sich das dann spenden lassen kann, gerade wenn es so wie hier jetzt zwei Zauber sind, kann man das natürlich super, super machen. Ich hoffe, ihr seid auch schon so ähnlich angehypt, wie ich es eigentlich nicht mehr wirklich bin aufs Update. Also ich freue mich schon, dass es kommt. Es kann jetzt auch so langsam kommen. Und wer den Clash of Clans Kanal aufmerksam verfolgt, der wird feststellen, dass morgen am Sonntag das Rathaus 13 dann auch offiziell vorgestellt wird in einem Stream. Macht auch Sinn, denn gestern war das Rathaus 12 Turnier oder ist das Rathaus 12 Turnier in Katowice
zu Ende gegangen. Glückwunsch nochmal an den deutschen Clan Eve, der dort um Maxi, Vale, Kalle und noch zwei, die ich nicht so kenne, gewonnen hat. Ich habe es nur so ein bisschen gucken können, denn 16 Uhr Streamstart ist nicht so meine Zeit, muss ich sagen. Da hocke ich dann meistens noch auf der Arbeit, dann danach auf der Autobahn. Und ich habe aber zwischendurch immer mal wieder so ein bisschen aufs Handy geguckt, wenn der Stau sich wieder ein bisschen bewegte, beziehungsweise wenn wir wieder ein bisschen gestanden haben, und habe so wenigstens so ein bisschen verfolgen können, aber nicht wirklich viel. Ich muss das heute mal ein bisschen nachgucken, wie da die Fights eigentlich waren. Und das Ganze wird am Sonntag vorgestellt. Ich bin echt mal gespannt. Eigentlich wird uns dort ja nur das gezeigt, was wir eigentlich alle schon kennen. Es wird uns das erste Mal gezeigt, deswegen bin ich auch gespannt, wann wir denn endlich davon Wind bekommen, wann das Update rauskommt. Kommt es dann am Montag, kommt es dann am Dienstag? Ich meine, wenn Sonntag der Stream war, meistens kam es dann einen Tag danach. Ich müsste mich jetzt mal entsinnen, wie das damals beim Rathaus 12 war. Das weiß ich nicht mehr, muss ich gestehen. Und ich reite jetzt auch gar nicht mehr auf die News hier rum. Okay, neuer Held macht Schaden, springt über Mauern und hat eine Fähigkeit, wo so eine Scheibe noch so ein bisschen wegfliegt. Mehr will ich da gar nicht zu sagen. Viele haben sich darüber mokiert, dass der so einen komischen Namen hat, Royal Champion, ja, königlicher Champion. Ich meine, die anderen Figuren hier haben jetzt auch nicht so die Namen, ne? Das ist hier jetzt auch nicht hier Helga und Thor oder was, oder Hega, und hier hinten ist der Zauber, ich weiß nicht, wie er bei den Figuren heißt, ja, Wächter, Queen und oder Bogenschützenkönigin und König, King, ja, einfach der King hier. Der Barbarenkönig. Barbarenkönig sind ja jetzt auch nicht so die ausgefallenen Namen, aber mehr will ich da gar nicht mehr drauf eingehen. Ich würde es dann eher begrüßen, wenn das Update dann am Montag kommt oder am Dienstag oder vielleicht sogar erst am Mittwoch. Ich weiß nicht, vielleicht sind auch noch nicht alle Fehler auf. Das werden wir sicherlich in den Streams sehen. Ich bin auf jeden Fall gespannt, wie oft wir noch wach werden. Und können wir eigentlich hier was tun? Ich glaube, wir können hier noch mal einen Angriff machen. Ich will mal gerade checken. Ich muss hier heute noch mal ran. Also für einen Pass ein bisschen was. Und dann suche ich auch mal. Ich weiß nicht, wie ihr so strategisch vorgeht. Jetzt zum Rathaus 13 Update. Man braucht scheinbar ja doch relativ mehr Ressourcen, als man gedacht hat. Und aber da ist die Gerüchteküche noch am Brodeln, was da denn kommt. Das bleibt mal abzuwarten. Und ich werde auf jeden Fall jetzt Pokale heute droppen ohne Ende. Ich werde so circa bei Meister 1, Meister 2, so habe ich mir gedacht, farm ich mit dem 12er mir die Sachen denn rein. Ich weiß nicht, ob es funktioniert. Ich weiß auch nicht, ob die Legendenleute alle droppen können. Ich meine, ich habe heute die Tage schon jemanden gesprochen, der versucht halt, ich weiß gar nicht, was man da machen muss. Nur ganz wenig Lager, ganz wenig Pokale, damit man absteigt oder sowas. Ressourcen verlierst du eh nicht. Und ob ich jetzt dann Ressourcen da unten noch verliere in Meister 1 oder nicht, ein, zwei Tage, das ist mir Latte. Denn mit den grünen Totus hier habe ich die in jedem Fall wieder relativ schnell reingefahren. Aber ihr könnt mir das gerne mal, die Legendenspieler, in die Kommentare schreiben, wie ihr denn jetzt droppen wollt, wenn ihr jetzt die Masse an Loot hier braucht. Denn mit 8 Angriffen, glaube ich, pro Tag, das ist nicht ganz so effektiv, würde ich sagen. Da schaffst du keinen Bauarbeiter, glaube ich, zu beschäftigen. Und ich skippe euch die alte Suche jetzt mal. Ich weiß gar nicht, warum ich hier mal wieder nichts finde. Schlechte Uhrzeit. Okay, den können wir mitnehmen. Den nehmen wir mal mit. Einmal meine Kaffeetasse ein bisschen an die Seite gestellt. Wenn euch übrigens das Video gefallen hat, abonnieren, Glocke stellen und das Video unter Umständen liken, je nachdem, wie gut oder schlecht der Angriff jetzt wird hier. Ich gucke mal, Single, 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 von woher wir hereingehen können. Wir nehmen mal sicher, glaube ich, das Rathaus irgendwo mit. Aber ich habe gar keinen Lohn hier und ich kriege meine Heiler nicht raus. Ich habe gar keinen Lohn, okay. Und ich habe keinen Mauerbrecher, stelle ich jetzt gerade fest. Dann müssen jetzt meine Päckerdamen hier wieder Mauerbrecher spielen oder die Queen macht das mal eben. Das geht auch, aber ich glaube, die Päckerdamen kriegen das auch hin. Wunderbar, dann machen wir das einfach mal so. Ich schick mal die Bowler jetzt vor ihm hier und dem hier und den Worden auf schnell auf Boden gestellt. Okay, dann können wir, oh, die fressen sich da schon durch. Okay, dann können wir hier mal springen. Sehr cool. Dann können wir hier schon mal springen. Das Rathaus geht auf und geht kaputt. Ich nehme mal jetzt die Fähigkeit hier, glaube ich. Das könnte Sinn machen an der Stelle.
die springen da noch nicht. Ich habe denen das da angeboten, da zu springen. Aber, oder wollen noch einige vielleicht darüber? Ah, das ist auch nicht schlecht. Okay, einige wollen noch hier rüber. Und dann droppen wir hier oben mal an der Ecke hier unseren Slammer. Das sieht ganz gut aus. Das ist ein Single Inferno. Den müssen wir mal eben wegfreezen. Und den freeze ich, glaube ich, nochmal. Oder muss ich nochmal freezen? Oh, nee. Muss ich nicht nochmal machen. Wunderbar. Den muss ich nicht nochmal freezen. Ein Bogenschützin hier. Queen nicht vergessen. Hier unten haben wir auch noch gleich ein bisschen was zu tun, sehe ich gerade. Da darf ich auf jeden Fall meine Queen nicht vergessen. Da ist auch nochmal was mit einem... Ist das auch ein Single Inferno? Auch ein Single. Okay, ist auch ein Single Inferno. Dann nehmen wir den da mal. Der Slammer kommt jetzt zur Hilfe. Aber ich glaube, der kommt ein kleines bisschen zu spät. Das wird jetzt erstmal mein King hier erwischen. Und dann erwischt es auch meine Queen. Wo ist denn meine Queen? Mit dir meine Queen? Ich weiß gar nicht, wo meine Queen rumeiert. Ich habe es jetzt mal gezündet, dann weiß ich es auch da oben. Auch nicht schlecht. Okay, habe ich ein bisschen aus den Augen verloren. Aber wir haben hier 3 Sterne geholt, haben hier etwas Loot reingefahren. Auch wenn es nicht ganz so viel ist, aber es war der Tagesangriff hier für den Pass. Wunderbar. Und so kann es auf jeden Fall weitergehen. Ich habe hier wirklich nicht viel in die Perks reingespielt, weil ich halt nach wie vor keinen Platz habe. Und ich hoffe aber, dass das wird noch ein bisschen besser. An Rewards können wir endlich den Boost hier nehmen. Und dann hoffe ich ja mal, dass wir irgendwas vom Update am, ich weiß nicht, Montag vielleicht sehen, Dienstag vielleicht sehen. Was meint ihr? Ihr könnt mal unten in die Kommentare schreiben, was ihr meint, wann das Update denn wirklich kommt. Wie oft müssen wir noch wach werden, um das Update endlich zu empfangen? Also ich bin jetzt nicht mehr auf die anderen, auf den Held eingegangen oder so. Das könnt ihr euch selber durchlesen. Ich habe das die letzten Tage gemacht. Ich war immer einen Tag zu spät. Das hat mich immer... Ich will nicht sagen, es hat mich ein bisschen abgenervt, aber das war irgendwie das Gekaute, was schon 1000 Leute vor mir abgekaut haben. Und wir wollen das Ding endlich haben, so will ich das mal sehen. Dann wissen wir auch Bescheid, was wirklich noch kommt. Ich weiß nicht, ob heute noch ein Sneak kommt oder ob noch etwas kommt. Kleinigkeiten werden sicherlich noch irgendwo auftauchen, kann ich mir vorstellen. Preise, Dauer und so weiter. Aber ich finde es eigentlich immer ganz gut, wenn einfach ein Update kommt. Und dann sehen wir anhand der Beschreibung, aha, so lange dauert das, aha, das macht das, oha, so teuer ist das und so weiter. Ich denke mal, so kann man so ein Update auch angehen, aber ich freue mich natürlich drauf. Ich hoffe, ihr freut euch auch drauf. Also schreibt unten bitte rein, da unten sind die Kommentare immer unter diesem Video, was ihr meint, wann kommt das Update? Montag, Dienstag, Mittwoch, nicht mehr dieses Jahr, nein, dieses Jahr, das wäre jetzt übertrieben, aber ich bin echt mal gespannt, ihr vielleicht auch. Ich hoffe, ihr habt noch ein cooles Wochenende. Wetter ist ja nicht so schick, aber egal. Bis dahin, euer Toto. Flasht.